Leute, ich möchte euch heute, jetzt und hier ein paar Lichtrezepte oder auch, ja, sagen wir mal, Lichtszenen vorstellen, damit ihr euch am besten, ja, sage ich mal, Vorstellung machen könnt, was denn so dieses Philips Hue oder Hue, wie es auch immer ausgesprochen wird, keine Ahnung, was denn das wirklich hier im Raum bedeutet. Ich zeige es euch in meiner Küche heute. Kommt mal mit! Okay, das Licht muss angeschaltet sein, die jeweilige App starten können, weil wir wollen ja jetzt, oder ich will euch ja den Donner und den Blitz zeigen, den wir hier in der Küche jetzt veranstalten können, oder auch mit dem Feuer, Lagerfeuer, knisterndes Kaminfeuer. Ich zeige euch das mit Hue Maniac. Wird gestartet. Jetzt habe ich hier das Fireplace und starte es einfach mal. Knisterndem Feuer und dem Licht dazu. Für gemeinsame Stunden zu zweit. Muhaha. Aber nicht in der Küche. So, jetzt starten wir in der Küche unseren Gewittersturm. Mit Hagel oder mit Regen und Donner und Blitz. Achtung! Yeah! Es blitzt! Der Regen prasselt und es donnert. Voll cool. Yeah. Faszinierend schon. Naja, vielleicht mal für abends mal kurz zum, als Spielerei zum Anmachen, aber mehr auch nicht, denke ich mal. Aber eine witzige Idee. Was mir auch noch ganz gut gefällt, ist die Meditation des Rezepts. Kann ich euch auch mal zeigen. Ihr hört auch die Musik dazu, die dann einfach vom Smartphone abgespielt wird. Naja. Das Licht ist zwar nicht ganz besonders hell, also zum Gemüseschnippeln reicht es nicht. Ich habe es ausprobiert. Leider kann ich dann nicht mit meditativer Musik und Licht hier Gemüseschnippeln. Naja. Nächste coole Feature ist das Party Lights. Diese Lampe reagiert jetzt auf Geräusche, Stimmen und Musik. Und wenn es ganz leise wird, ist gar nichts mehr zu sehen. Für Partys der Renner. Voll cool. Jetzt zeige ich euch ein paar Farbrezepte von der Original Philips Hue App. Das ist der Sonnenuntergang. Dann haben wir noch die Tropendämmerung. Das Nordlicht. Etwas Frühlingsstimmung gefälligst. Oder, die volle Konzentration zum Gemüseschnippeln. Endlich! Yeah! Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich mal gedimmt hier in der Küche. Oder einfach das Nachtlicht. Yeah! So, jetzt habt ihr den ersten Eindruck. Ich sag mal, es sind viele Spielereien mit dabei. Ich mache das ganz gern mit meinen Kids ab und zu mal hier in der Küche mit dem Licht rumspielen. Aber ansonsten sage ich mal, für den täglichen Gebrauch ist es am besten, wenn man jetzt das Licht zeitgesteuert regulieren kann. Das finde ich ganz toll. Oder auch jetzt mit unserer neuen Alexa, die im Haus eingezogen ist, da kann man auch das Philips Hue damit steuern. Und ansonsten werde ich ab und zu mal hier ein Update machen auf meinem Blog, was denn noch im Alltag hinzugekommen ist mit unserem Philips Hue oder Hue, wie auch immer. Und ich hoffe mal, es wird noch ein bisschen besser funktionieren. Was mir noch einfällt, was ich auf keinen Fall bisher gemacht habe, mich registriert bei Philips selber, um hier jetzt vor Ort, wenn ich jetzt hier mal in die Nähe von unserem Homezone komme, dass es automatisch das Licht angeht. Das ist für meinen Bedarf momentan nicht der Fall. Okay, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao!
und mit den knisternden Sounds dazu. Dazu starte ich jetzt diese App. Verbindet sich natürlich jetzt und... Das war die falsche. Schön.